Moin meine Tube und herzlich willkommen zu einem neuen Random Pack Opening. Und ich weiß, das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Da war mein Geburtstag vor einem Monat. Random Pack Opening jeden Monat einmal ist ein bisschen doch selten geworden, aber wir haben einiges an neuem Stuff so ranbekommen innerhalb der letzten Wochen und das mussten wir da so ein bisschen mal durcharbeiten. Noch die ganzen Konami-Releases kamen nochmal dazwischen. Und wie ihr auch schon seht, haben wir eine ordentliche Menge an neuen Boostern mit dabei, die wir durchgehen können. Wir haben einiges bei dem guten Olli eingekauft. Da haben wir einige nette, kleine so Sets eher so aus der Richtung Sechsel uns rangeholt. Und unter anderem haben wir halt auch hinten noch ein paar neuere Sets. Unter anderem halt auch das Legendary Duelists Magical Hero, was jetzt neuerdings ein Reprint bekommen hat. Haben wir auch als Display hier mit dem Stissel sowie Eternity Code, das neueste Set. Und so weiter und so fort. Daher bin ich mal gespannt, was wir daraus kriegen. Heute mal so richtig viel Abwechslung. Das letzte Mal war das schon gar nicht mal so schlecht. Und wer weiß, mit den neuen Zugängen kann es noch besser werden. Dann schauen wir doch mal rein. Das sieht so schön abwechslungsreich aus. Und für alle, die sich interessieren, interessanter Fun Fact am Rande. Die Abyss Rising, die wir hier haben, die bestammt aus Blistern. Wir haben noch ein paar mehr, die in den künftigen Openings dabei sein werden. Und das bedeutet, wir haben eine ungefähr 50%ige Chance auf eine Holo aus jedem dieser einzelnen Packs. Ist jetzt kein festgelegter Wert, aber von Konami oder so, aber das ist so einer, den ich so persönlich als Erfahrungswert habe aus Blistern. Aber nichtsdestotrotz fahren wir erstmal mit dem anderen gelben Set an, Eternity Code, dem neuesten Hauptset. Schauen wir uns mal an, was das hier so bereithält. Florierendes Frohlocken, Pisspenst der Geisterpirat, dieser Name, Tiefseehandwerkerin, Gokimum, Gussari et Ignista als Super Rare. Das ist jetzt auch merkwürdig, jetzt finde ich, ich jetzt keine Rares mehr haben. Außer halt die ganzen anderen alten Sets, die halt davor gekommen sind. Bisschen weird. Blaubart, der blühende Patrouillen, Schiffsbauer, Schwallmagier, Taoti-Drache und Künstlerkumpel Drehsoldat. Das ist eine coole Kommen. Bist du der Coole oder bist du der nicht so Coole? Ich glaube, du bist nicht so gut, nicht der Coole. Es gibt noch einen zweiten High-Level dort. Gachari, glaube ich, ist das. Der ist ein bisschen besser. The Dark Illusion. Wie wär's mal mit einem Topf der Begierden in Secret, hä? Dann hätte ich, glaube ich, endlich. Ne, ich habe schon Playset, aber ich habe mir viel noch ein bisschen, dass die in einer Edition hab quasi. Ich glaube, ich habe zwei Nicht-First und eine First oder so. Und deswegen muss ich immer so, ja, sind nicht alle gleichmäßig quasi. Dino-Nebel Ankylos, Schwarzvögel Tornado, die Umkehrwinde, Künstlerkumpel Extra-Schleuderer, Triamidenmeister als Rare. Und dahinter haben wir Schwarzen Hochmagier als Super Rare. Hat ja damals literally Release und direkt die Keule bekommen, in der Megatin als Ultra Rare Reprint zu bekommen. Ich weiß nicht, warum die das sofort reprintet haben. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hat sich seitdem immer noch nicht erholt. Ist eine ganz okay Karte, glaube ich, für das Deck. Ich glaube, dass der Schwarze Illusionsmagier aber einfach die präferierte, bessere Wahl eigentlich. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile sich ein bisschen geändert hat, aufgrund der Regel, dass man jetzt ja wieder ganz normal seine Xyz-Monster beschwören kann, auch in die Main-Monster-Zone. Ob das dem Deck dabei vielleicht ein bisschen hilft, ich weiß es nicht. Also, er kam auch daraus, wo es diese Regel noch nicht gab und da sah er auch nicht so geholfen. Aber gut, da war auch der Support nicht so krass bisher, wie er bisher gewesen ist. Künstlerkumpel Aufblast, Tapir, Triamidentänzer, Schreckensplatz, Heiligtum und Ninja zur Kunst, Schriftrolle. Legendary Duelist, Test of the Rose. Ja, diesmal haben wir zwei Legendary Duelists. Seht ihr auch im Hintergrund, habe ich ja zwei Displays davon. So, Nachtexpress, Ritter. Vornehmer Getist, kleiner Sabengel, Triebwagen, Raufbold und prächtiger Maschinenengel als Rare. Rising Rampage. Hatten wir ja letztens das schöne Vergnügen, da draußen eine sehr besondere Karte draus ziehen zu dürfen. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt noch dasselbe Display haben, dass wir nochmal das Vergnügen haben werden, noch überhaupt irgendwas in die Richtung ziehen zu können. Wenn überhaupt da oben irgendwas Secret-mäßiges überhaupt noch da drin ist. Rettungsinterlacer, Simok Vogel des Schutzes, die Rückkehr zu den normalen. Simok Vogel des Anfangs, Tenjigeist wie Shooter als Rare. Wir haben eine Synchro. Was bist du? Wir haben eine Secret. Schicksalsdame immer. Ich musste gerade überlegen. Ist sie die einzige Synchro-Holo in dem Set? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall in den Ultra- und Secret-Rare-Bereich ist sie, glaube ich, die einzige. Ich weiß nicht, ob es bei den Superstar eine gibt. Sehr cool, das finde ich schön. Ich habe damals, glaube ich, wir haben aus dem Case, glaube ich, eine einzige oder zwei gezogen. Damit sollte ich dem Playset auf jeden Fall näher rücken. Sehr cool, sehr schön. Ein Secret schon mal, sehr nice. Jetzt muss ich doch mal das Display ausgelutscht sein, glaube ich. Sind ja nur noch ein paar Booster davon noch über. Kreuz Debugger, Simok-Vogel ist unheils und vorbereiteter Kinnhaken. Dann kommen wir zu unserem Reprint, Legendary Duelists Magical Hero. Lasst euch nicht von Leuten verarschen jetzt, dass ihr die Dinger zu teuer kauft. Die sind jetzt halt ordentlich ein bisschen vom Preis gesunken. Ich finde, eigentlich hätten sie noch ein bisschen mehr sinken können, dadurch, dass die jetzt halt ein kompletter Reprint nochmal in nicht First Edition gekommen ist.
Set ist ja sehr beliebt. Für alle, die sich jetzt holen wollen oder allgemein holen wollen, ist jetzt, glaube ich, einer der wichtigen Zeitpunkte, glaube ich. Ansonsten wird das relativ schnell auch wieder vergriffen sein, weil ich weiß gar nicht, ob man es nachbestellen kann momentan oder so. Das ist ganz schön beliebt. Wolkenkratzer, Oberster König Sarg, Harmonisierer Magier, Doppelkrieger und Magier Navigation als Rare. Oh, ich habe voll vergessen. Wir haben nicht nur die Secret Edition, sondern auch noch Vishu. Das ist auch eine sehr gute Rare-Karte aus dem Set. Sehr guter Tenny-Geist. Auch wenn die meisten irgendwie schon mittlerweile, so langsam werden sie so ein bisschen so Kaiju-mäßig, so langsam kann man die halt so, jeden nach seinem Element mäßig so irgendwo hier und da benutzen, so ein paar brauchen noch ein bisschen, aber so langsam werden sie so schön flexibel nutzbar für alle unterschiedlichsten Decks. Order of Chaos hat nicht den Oldschool-Geruch, schade. Evolsaurier Terias, Insektor-Giga-Rüsselkäfer, Dark mit seinen Vertrauten, Versiegungszeremonie von Karton und dann haben wir finsteren Träger als Rare, das war erstmal verwirrend so, weil Sechselsets und Synchros, vor allem die ersten, nicht so viel. Und da dachte ich, das wäre schon direkt Holo. Aber natürlich haben wir ja noch eine Rare, bevor eventuell eine Holo kommen könnte. Denn wir haben dahinter keine Holo. Heller Stern, leuchtender Stern. Evolsaurier Elias, Luftrüstungsninja. Luftrüstungsninja und Photonenkreis. Spirit Warriors. Battleguard Howling, The Weather Painter Rain, The Weather Rainy Canvas, Grandmaster of the Six Samurai. Dann haben wir Secret Six Samurai Hatsume. Sehr schön. Sie zusammen mit Kizaru haben nicht den Reprint bekommen. Das hat ja nur Fuma den Reprint bekommen. Letztens in der, ich glaube, das war in der Dual Overload. Sehr schön. Das ist eine sehr gute Secret. Sehr gute Karte für deren Kombos. Special Summon, ich glaube, aus Banished Zone und Graveyard oder so. Nee, man kann eine vom Feld und oder Friedhof banishen, damit, oder man kann halt Monster banishen, damit man halt den Effekt durchkriegt, um aus dem Graveyard specialen zu können. Wobei den On-Field-Effekt vergisst man meistens. Sehr gute Secret. Da merkt man halt, wie stark nicht hier außen gebogen sind. Meine Theorie zusammen mit Sören ist, wenn es warm ist im Raum, biegen die sich so rum. Wenn es kalt im Raum ist, biegen die sich genau andersrum. Momentan ist es warm bei mir im Raum. Oh Wunder, Sommer. Wenn es kalt ist im Winter, dann sind die genau umgekehrt. Wir hatten das früher so, dass bei mir immer kalt war und bei Sören immer warm. Und dann die Karten jedes Mal, von wem sie rüberging, waren immer unterschiedlich durchgebogen. Also das war auch eine richtig geile Sache. Chaos Impact, Brecherfahrt. Marinzessin-Kaskade, Unterdrückungsbeschleuniger. Alle Daten, die vom Hammer dieses Netzwerkkriegers getroffen werden, werden unwiederherstellbar komprimiert. Ein Doppelwerden. Marinzessin-Meeresengel, Sturmangriff der Gladiator-Ungeheuer. Dann haben wir dahinter Traumspiegel Hypnagogie als Super Rare, die garantiert ist. Marienzessin Wunderherz, Astra Ghouls und Marienzessin Schnee. Ja, hätten wir aus dem Order of Chaos eine Super Rare gezogen, das wäre eine coole Super Rare. So, wir brauchen noch ein paar mehr Alternative aus dem Set. Das heißt, dass mir das Set schuldig, also so aus drei. Drei? Sind es über vier Movie Pack Displays? Bin mir nicht sicher. Irgendwie muss man doch mal irgendwann ein Playset davon haben, oder? Finsterer Garnix, das kubische Ungeheuer, Vereinigung der kubischen Herrscher, Apfelmagiermädchen, blauäugiger, alternativer weißer Drache. Thanks. Dankeschön. Geil. Ich hätte ihn fast ultimativen Drachen genannt. Vielleicht gibt es ihn auch irgendwann, blauäugigen, ultimativen, alternativen weißen Drachen oder ultinativen weißen Drachen. Sehr schön, sehr geil. Ich bin immer noch so erstaunt, wie schnell dieses Set vergriffen war. Das war bei der Gold-Variante davon nicht so der Fall. Bei der Ultra-Rare war es schon ein bisschen so der Fall, aber bei der Secret-Rare haben sie alles weggesaugt, nachdem sie halt unsere Videos gesehen haben, wo man gesehen hat, wie geil die aussehen. Oh, sehr schön. Und Kontertor. Sind die mal so an der vierten Stelle? Die coolen Karten? Legen wir die mal damit raus. Sehr schöner Pull. Dann kommen wir zum Ignition Assault. Wir haben noch drei richtig gute Sets. Wir haben hier noch Ignition Assault. Da gibt es einiges Cooles, was man rausziehen kann. Megalith Genese. Partnerlook, Zeitdieb Zurückdrehung, Porträt des Unterwäldlers. Oh, ich sehe, es ist blau. Ich glaube, das muss ein Megalith sein. Megalith Ophiel. Das ist wenigstens. Ich würde meiner Meinung sagen, ist der beste Super Rare Megalith, der da drin ist, weil er halt der Searcher ist für das Monster. Monster ist halt meistens flexibler in dem Deck, vor allem. Man spielt ja nicht nur Monster, man hat keine Ritual Spells so per se gesehen. Auch wenn die eine Schnellzauberkarte dafür bekommen haben. Es ist somit die Keykarte von dem Deck und deswegen eigentlich noch eine gute Super Rare. Die hätte man auch Ultra machen können. Geist trifft Mädchen, ein Mayakashi-Manuskript, Megalith-Portal, Zeitdieb Chronokorda und entbehrlicher Gerätebenutzer. Vor allem, was der Karte mega krass aussehen würde, wäre Secret. Das würde hier richtig schön mit diesem Hell und Dunkel Change. Das wäre mega. Dual Overload. Langsam gehen mir da auch die Booster langsam aus. Permanence nehme ich. Hulkify Brax oder
Werde Anaconda. Ich nehme auch hier dieses die aufgegebene Seele. Mikey Deutsche putzt das in Schokoeistorte. Letztens gemerkt, ich habe im Beine noch meine aus Crust Souls gehabt. Hätte man vielleicht vorher loswerden sollen, aber man schafft nicht immer alles loszuwerden. Seahill Nord, Omega, kubische Kausalität, magischer Musketier Kaspar und König Dragoon. Ja, der ist cool. Ich bin mal gespannt, was mit dem so in Zukunft passiert, noch so, was der auf der Banlist tun wird und ob der irgendwo mal gefragt wird. Jetzt ist er ein bisschen zu Tode geprintet. Und jetzt kommen wir zu dem Highlight meiner Meinung nach: Abyss Rising. Ein Display-Set, was wir hier noch nie geöffnet haben. Im Hintergrund halt immer noch eine Special Edition haben, die wir irgendwann mal öffnen wollen. Ein Set, was ich halt damals irgendwie nicht geholt habe, hätte ich. Ich glaube, das war einfach zu vergriffen gewesen, weil damals halt Mermail so richtig nuts war und da war das schon, das Set so teuer und deswegen habe ich mir das nie geholt. Sehr cool. Das bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, es müssten eigentlich europäisch-englische sein. Es müssten nicht amerikanische sein eigentlich. Denn, ich glaube nicht, dass Olli die hat. Die riechen auch nicht so krass. Lemuria, The Forgotten City. Mal gucken, was wir hier rauskriegen. Magic Deflector. 50% Holo-Chance, wie gesagt. Laut meiner Erfahrung immer aus solchen Sets. Medolshi Ticket. Hermit of Prophecy. Gaga Gigo, The Risen. Als Rare. Wurde nie wirklich gespielt. Name dahinter. Leider noch nichts. Heroic Advance, Heroic Challenger, Night Watchman, Different Dimension, Deep Sea Trench und Tripod Fish. Okay. Kann ja nicht immer. 50% weiß man, das kann auch mal vorbeigehen. Und ich sage, kommen wir kurz zum Recap. Da haben wir Gaga Gigi The Risen, Porträt des Unterweltlers, Sturmangriff, Finsteren Träger. Das finde ich sehr cool eigentlich als Rare. Magier der Weg zum 5Ds-Karte in Sechsel. Tenny Geist wie Shooter, gute Rare, prächtiger Maschinengel und Tyramidenmeister als Rare. Bei unseren Rares und bei den garantierteren Holos, die jetzt nicht so krass sind, haben wir die hier. Und dann bei den coolen sind wir relativ in so einem Secret-Bereich gelandet. Da haben wir aus zwei All-Holo-Sets eine Secret Six Samurai Hatsume und einen blauen gegen alternativ weißen Drachen, den ich halt mega finde. Den wollten wir auch ziehen. Sehr gut mit Ansage. Und dann dahinter aus einem der Hauptsets eine Schicksalsdame immer. Ich würde sagen, es war ein ganz okayes Opening. Es hätte besser sein können, muss ich sagen. Aus den Hauptsets war es doch etwas dürftig. Der Rest hat so ein bisschen gerissen aus den All-Holo-Sets. Ich hoffe mal, das wird dann beim nächsten Mal besser. Vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen. Vielleicht haben wir jetzt einfach die faulen Booster aussortiert, mehr oder weniger, mit diesem Opening. Und lasst uns dann beim nächsten Mal mit richtig tollen Pulls überraschen. Ich hoffe, jetzt hat dieses Opening gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.